Jetzt bin ich auch zu hören. War das Mikro noch nicht eingestöpselt, ey? Ich glaub's nicht. Egal, willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft. Hier jetzt noch im wunderschönen Ladescreen. Und ich nehme jetzt nochmal ein Völkchen auf. Dann bin ich da auch ein bisschen up to date. Dann habe ich da drei Folgen zusammen. Und brauche die nur noch rendern, beziehungsweise brauche eigentlich nur noch diese eine hier rendern, weil ich gestern Abend schon gerendert habe. Ich habe praktisch die Renderzeit mal ein bisschen vertauscht. Ich habe gestern Abend gerendert und noch ein bisschen so gezockt. Und heute kann ich dann praktisch in der Zeit, die ich jetzt frei habe vom Rendern, kann ich dann schnell mal aufnehmen. Also ja, lohnt sich doch ab und zu mal ein bisschen hin und her zu tauschen mit den Aufgabenbereichen. Außerdem war ich gestern Abend eh zu Hause. Und da habe ich dann erstmal alles, was ich gestern aufgenommen habe, bis auf eine einzelne Folge, habe ich dann schon mal durchrendern können. Und dann mache ich heute jetzt noch schnell irgendwie, warte mal, jetzt muss ich mir überlegen, eine Stunde. Ich habe jetzt noch eine Stunde Fable offen, die ich mache. Schnauze! Ich habe jetzt noch eine Runde Fable offen, die ich machen muss. Also, ja, eine Stunde, eigentlich sind es eine Stunde und 40, die ich machen müsste, Fable. Und da muss ich noch eine unbestimmte Zeit lang, ich schätze mal, es werden auch 40 Minuten sein, eigentlich noch Fable 3 machen. Also, ja, eigentlich noch 2 Stunden, die ich hier verbringen müsste mit Fable. Und jetzt müssen wir überlegen, was wollten wir eigentlich machen? Ich habe da keine Ahnung mehr von. Das kannst du mal. Achso, wir haben auf das Lehmzeug gewartet. Ich erinnere mich. Ich bin. Es ist jetzt übrigens 13 Uhr, nee, 14 Uhr so. Ach, fuck, ey, es ist ja stimmt die Zeit, scheiß Zeitumstellung. Ich muss die Uhr auf der rechten Seite nochmal umstellen. Die erwischt einen immer auf dem falschen Fuß, die Zeitumstellung. Eine Stunde geklaut, ausgerechnet heute, wo ich so viel vorproduziere. Also, wo ich schon für die Woche vormachen wollte. Also, alles bis auf die Minecraft-Sachen, die wollte ich bloß 3 Tage vorarbeiten. Dann würde ich sagen, fangen wir mal langsam an, den einzuräumen. Nämlich den hier, den wunderschönen Alchemieraum, dass wir da, beziehungsweise, nee, wir sollten erstmal ein Schlafzimmer einrichten. Nur wo kommt das hin? Am besten hier hin, wa? Dafür brauchen wir aber Holz. Ein wenig Holz vor der Hütte. Ein wenig Holz vor der Hütte. So. Das Coole ist, wir haben jetzt eine Diamantspitzhacke, mit der können wir natürlich, achso, die müssen unten noch in die Kiste. Mit der Diamantspitzhacke könnten wir natürlich. Nee, doch, wir können jetzt unsere Diamantspitzhacke reparieren. Das geht mittlerweile, ja. Und zwar so, dass die nicht. Also früher war es ja so, du hast hier zwei Sachen, nee, ging vorher nicht so, stimmt nicht. Das haben sie hier gar nicht gemacht, das ging am PC ja vorher so. Und jetzt glaube ich mit dem Amboss durfte bei einer Reparatur, die durften die Buffs eigentlich ja, also die Effekte eigentlich drauf bleiben. Warte ich. Also erstmal brauche ich. Bevor ich hier total. Ne, Eisen brauche ich noch gerade. Mann, ich bin total verwirrt schon wieder. Verdammt, was so? Jetzt Holz wollte ich. So, Holz, ja, Holz. Ist das da oben Eiche oder? Ist das. Ist doch Eiche oder. War es Eiche? Ich weiß es gar nicht mehr, verdammt. Nehmen wir erstmal Birke mit und nochmal 16 Birke extra, damit wir ein bisschen vorbereitet sind. Gleichzeitig nehmen wir am besten noch normales Holz mit, wenn wir dem denn habhaft werden können. So. Und dann müssen wir langsam mal an die Anlegung des Gartens denken, wa? Also ich meine, wir haben das Haus zwar jetzt soweit fertig, dass wir sagen können, ja, aber ist halt doch noch nicht so weit, dass ich jetzt, so begeistert von bin, dass ich sage, boah, wie geil. Es ist Eichenholz. So. Und. Au. Am besten wäre die. Nein, ausgerechnet, da soll doch die Tür hin, Mann. Schweinbär, Mann, verdammt. So. Dann kommt hier jetzt die Tür hin. Ja, komm. So. Und hier die Treppe raus, die kann ja dann weg. Wird ein ziemlich großes Schlafzimmer auf jeden Fall. Vielleicht sogar ein wenig zu groß, ich weiß es noch nicht. Vielleicht setzt das Ganze noch eins nach hinten. Machen wir das so.
So, ja, ich probiere hier nochmal so ein bisschen rum. Ich will das Ganze ja nicht. Ach komm, da können wir dann noch eine Kiste unterbringen mit Krempel, den wir immer wieder mal ablegen. So. Ja, doch, so sieht es eigentlich schon wesentlich besser aus. So kann man es dann auch lassen. So. Damit wäre dann das Zimmer hier auch fast fertig. Nur wir können hier noch nicht einziehen, verdammt. Weil ja hier noch die Dings offen ist. Aber das kann man ja ändern. Warte, dann nehmen wir uns einfach. Das ist auf der Ebene. Das heißt. Ah, warte mal. Da müssen wir leider von der Seite so rangehen. Weil da ja irgendwo auch die zugebaute Wand ist. Dann machen wir einfach die hier auf und machen die da drüben wieder zu. Ist ja kein Problem. So. Ich habe übrigens schon wieder vergessen, die Monster einzuschalten, ich Idiot. Ja. Weißt du, bei der letzten Folge habe ich noch kurz überlegt, dann war ich schon wieder. Ne, bei der vorletzten war es ja, glaube ich, wo ich angefangen habe. Bei der vorletzten Folge habe ich kurz überlegt, ob ich es mache. Dann ist mir die Idee wieder entfallen. Das ist mir beim Rendern aufgefallen. Ich war sogar schon kurz davor, raufzudrücken. Ich war wirklich genau. Ja, genau drauf auf dem Ding. Und trotzdem habe ich nicht gedrückt. Ich weiß gar nicht warum. Ich denke da meistens gar nicht mehr dran. So ist aber blöd, oder? Ja, komm, machen wir einfach mal. Dann haben wir hier Platz für Kisten. Andererseits, wenn ich das Ganze einfach setze, nehme ich so. Dann habe ich hier vorne nämlich. Dann ist das ungefähr gleich von der Entfernung über. Dann ist es fast. Ja, hier in der Mitte ist es schmaler. Dann können wir da in die Mitte beispielsweise Bücherregale hinsetzen oder so oder irgendwas anderes. Und hier machen wir dann irgendwie eine Kiste rein und eine Workbench. Dass wir hier oben so ein bisschen ausgerüstet sind. Ich will nämlich auch einen kleinen Platz haben für die Fackeln. So. Weil sonst haben wir nämlich. Ja, da geht es nämlich nicht. Man kann nämlich auf die Rückseite einer Treppe leider keine Fackeln platzieren. Ist ein wenig blöd. Komm, und da wir ja. Ich bin ja so für Asymmetrie, bin ich ja nicht zu haben. Guck mal, da sieht mal einer an. Wir haben tatsächlich auch schon gleich den Sonnenuntergang. Das heißt, wir können eigentlich umziehen. Was wir jetzt noch brauchen, sind Kisten für hier oben. Und was wir sonst auch noch brauchen, ist ein Bett für hier oben. Wir müssen aber diesmal nicht unbedingt pennen gehen, weil wir ja sowieso nicht im Generellen jetzt nicht keine Monster haben und nichts. Nur angewöhnen würde ich es mir halt ganz gerne mal, dass wir, wenn es dunkel wird, pennen gehen. So. Eine Zweierkiste für oben. Ey, wir kleistern das Ding so mit Kisten zu. Ja, hier müssen wir auch noch Kisten reinstellen. Das sind so diese Gelegenheitskisten. Immer wenn man mal gerade eine Gelegenheit hat, was wegzustellen, dann sollte man es auch schnell machen. Stellen wir hier am besten eine hin, dann kommt auf die Seite kommt das Bett. Wird schon irgendwie gehen. So, jetzt holen wir noch das Bett. Dann pennen wir endlich nicht mehr. Warum eigentlich? Wir brauchen noch ein Gästezimmer. Nehmen wir einfach mal das Bett mit. Wir brauchen ein Gästezimmer. Da haben wir doch ein Gästezimmer eigentlich schon. Oben sind die ganzen Schlafräume dann einfach. So. Was wir jetzt noch brauchen, sind Türen. Und ich glaube, ich werde das hier nochmal überarbeiten, so ein bisschen zumindest. Das gefällt mir noch nicht ganz so gut. So. Meine, der Raum an sich ist sehr cool, aber ich glaube. Nee, komm, das ist blöd, ist das so. Hab. Na, komm, so. Einmal so, dann nehmen wir hier noch die Stütze weg. Kommt hier wirklich so ein Gästezimmer rein und oben hast du halt einen kleinen Lagerplatz oder keine Ahnung was. Kommt man sogar zwei, ja doch, ein Gästezimmer ist das. Ist das eins oder sind das zwei Gästezimmer? Wie sieht's? Warum ist denn eigentlich hier so dicht? Hier könnte man auch das Gästezimmer einen Eingang machen für eins. Bitte, so. Da haben wir oben zwei Gästezimmer praktisch. Wir brauchen uns keine Sorgen mehr darum machen. Dann muss ich aber die Fenster hier weghauen. Aber das ist ja egal. Alter, das frisst so viel Holz.
machen wir mal gleich. Wir gehen mal kurz runter, aber vorher mache ich mal das Ding hier zu, damit ich weiß, wie viel Holz wir noch holen müssen. Mann. So. So. Es ist. Warte. Gut, hierfür brauchen wir kein Holz mehr. Würde ich am liebsten auch dicht machen und ein Gästezimmer draus machen, aber auch machen wir einfach, weißt du was? Ach so, das ist ja. Ah, ja, okay. Das waren ja ganze Dinger. Also es waren Half Steps, die als Ganze platziert waren, so. So, gehen wir hier noch eins mehr rein. Dann hast du hier zwar ein sehr enges Gästezimmer, aber immerhin ein Gästezimmer. Besser als nichts, ne? Gut, aber erst einmal runtergehen und die Betten am besten alle holen. Und Holz brauchten wir noch. Holz und Ziegel. An die Ziegel muss ich auch noch denken. Sonst renne ich da wieder volle Kanne dran vorbei. Einmal 64. Zweimal 64. Dreimal 64. Was? Ah, 4x 64. Genau, hier war ja beim letzten Mal noch das andere Ding drin. Hat man nicht einen 63er noch? Nochmal 64. Alter. Ach, da ist der 63er. Gut. Also nicht gut. So, jetzt müssen wir gehen wir mal unten an die Ziegelkiste. Ich bin der Meinung, wir hatten noch einen Ziegel übrig. Aber es kann auch sein, dass wir den schon verbraucht haben. Und dann heißt es wirklich demnächst bald wieder Holz hacken, Alter. Wir können hier nicht so komplett ohne Holz rumrennen. Guck mal, hier ist noch 48 Holz. Nehmen wir mal komplett mit. Die brauchen wir bestimmt bald. Ziegel. Nein, wir haben keine Ziegel mehr. Also kein extra mehr, kein einzelnen. Das ist blöd. Das heißt, wir werden immer einen Ziegel übrig lassen. Na ja, komm. Es werden drei Ziegel übrig bleiben. So. Die drei packen wir am besten mal rein. Die 31 brauchen wir auf jeden Fall noch. Ich will den Turm, wie gesagt, jetzt hochziehen. Und dafür brauchen wir noch die Ziegel. Es tut mir leid, aber die Ziegel sind da leider elementar wichtig. So. Haben wir das Bett von unten mitgenommen? Haben wir natürlich nicht. Aber noch sind wir ja nicht wirklich weit gelaufen. Jetzt haben wir das Bett auch bei und können wirklich nach oben gehen. Dann. Ich glaube, wir sollten noch eine Kiste. Also wir machen unten eine Kiste für bestimmte Sachen, wo wir nicht oft ran müssen, glaube ich. Und oben auch. Nee, lassen wir alles unten. Alles außer Alchemie-Sachen. Dafür will ich nicht ewig weit rennen müssen. Guck, wir kriegen hier drei Gästezimmer. Das ist auch mal schön. So, drei Gästezimmer. Das muss dann aber auch reichen. Also. Ups. Hoppla, da ist mir einer entwichen. In die andere Richtung als gewollt. So, warte. Ah, Mann. Irgendwie habe ich es heute mit den Steuerungen nicht. Ich sollte heute nicht Fable zocken. Eindeutig. Das ist heute nicht mein Tag. Ich rutsche die ganze Zeit schon mit der Optik durch die Gegend. So. So. Ja, so kann man es lassen. Das ist dann zwar ein wirklich sehr schmales. Um eins müssen wir es ja noch. Ah, fuck. Hier waren ja die Half Steps drunter, ich erinnere mich. Einmal einen für oben. Da nehmen wir mal kurz Birkenholz aus dem Inventar. Und jetzt wollten wir. Ach, da kommen wir von hier aus gar nicht ran. Perfekt. Ach so, ist ja auch unten gewesen. Ich blöd, Mann. Und. Am besten ist, wir packen das genau. Packen wir das Ding hin. Gute Frage. Hier hin? Es wirkt irgendwie strange, wenn das nur da hinten ist, wa? Ich glaube, wir reißen das Ganze nochmal ab. Das hat keinen Sinn, wenn ich da jetzt irgendwie ewig dran rumbaue und es sieht nicht gut aus. Ich meine, dass da oben die Treppe ist, das können wir ja so lassen. Warte, so. Das hier kann man dann so lassen. Aber hier die Treppe muss dann.
Also die Wand neben der Treppe muss weg. Die Treppe wird einfach nach vorne gezogen, glaube ich. Insgesamt, dann wird die Wand einfach genau hier hingezogen. Also die Treppe muss dann praktisch auf die Wand hinaufführen. Dann stimmt's auch schon. Dann können wir nämlich hier wirklich zumachen und beide Räume hier hinten sind gleich klein. Ach so, das ist sogar noch um zwei versetzt. Ah. Also praktisch das hier ist dann normale Wand und das hier ist die Wand und da müsste die Tür eigentlich hier hin. So, jetzt können wir hier auch schön dicht bauen. Ist zwar wieder ein bisschen Platzverschwendung bei, aber was soll's. Hat man ja auch nicht alle Tage eine Zweierwand. Oh. Ey, diese Anlage frisst Holz und was passiert jetzt eigentlich, wenn ich mit der Spitzhacke, wo Behutsamkeit drauf ist, das Glas rausschlage? Hat keinen Effekt. Sehr gut. Die Treppen rein. Die Steine raus. Wo ist meine Spitzhacke? Das kann jetzt, das geht aber noch relativ schnell. Ich habe es irgendwie langsam in Erinnerung. So. Das hätten wir. Dann kommen da nämlich nochmal gute Fenster rein. Und dann haben wir das auch hinter uns gebracht. Na gut. Die Gästezimmer sind wichtig, weil wir des Öfteren auch mal Gäste auf dem, in der hier haben könnten, rein technisch gesehen. Deshalb sollten wir auch für diese vorsorgen. Jetzt ist hier natürlich so eine ganz blöde Ecke. So, Bücher, Kiste, Bücher. Bett kann hier noch irgendwo hin und dann ist auch in Ordnung. Dann hat das Ding hat auch eine ordentliche Größe jetzt. Und jetzt müssen wir hier die Treppe hinsetzen, ist aber nicht so schlimm. Holzaxt. Axt, Stein, Assange, sogar eine Eisenaxt noch. Ich frage mich, ob sich das Reparieren mit der Eisenaxt, also ob sich das Reparieren der Eisenaxt eigentlich lohnt. Ist ja auch so eine Frage. So, nehmen wir das Ding mal ganz kurz weg. So. Das Ding muss hier so hoch und dann schauen wir mal ganz kurz rein. Hier muss normaler Fußboden hin mit den Half Steps zumindest. Dann brauchen wir unsere Treppe. Das ist falsch. Ich habe es mir gerade eben schon gedacht. Wie sieht es hier aus? Das. Ja, so. Das wirkt auch falsch. Warum wirkt das falsch? Der hat hier zwei und da einen. Okay. Und der hat hier einen. Ist das Haus doch asymmetrisch in der. Nee, es ist doppelt. Aber dann muss der doch eigentlich auch zwei auf der Seite bekommen. Verstehe ich nicht. Weil der hat hier drei und da zwei. Der hat an beiden Seiten zwei. Ach so. Dann machen wir ihn aber lieber die hier auf. Ja, uns geht gleich die Axt kaputt. So ist das bei dem, ne? Genau, so sieht es schon besser aus. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem noch eins zurück. So, so müsste es gehen. Das war schlau. So, jetzt muss ich wirklich jeden Schritt, den ich mache, genau berechnen, weil die Axt wird gleich zerspringen. Vor Freude. Eigentlich wäre besser gewesen, das Ding noch ein Stück rauszuziehen. Ja, super. Ich baue eine Scheiße zusammen. Ja, das war die Axt. Sehr gut. Ja, komm, ich hole jetzt keine neue Axt raus oder baue mir eine neue, sondern ich mache das schnell so. Nee, weil das wäre nämlich besser, wenn es eigentlich noch eins raus ist. Dann hat man nämlich oben so einen kleinen Absatz und kann sich noch vor der Tür so ein bisschen. Also man rennt da nicht sofort in die Tür rein. Das sieht immer, ist immer blöd. Das wird dann praktisch die Tür. Dann müsste das hier der Absatz sein.
Und hier können wir dann die Treppe ranbauen. So. So. Hallo, so. Nein! Ach Mann, das ist blöd ohne Axt. Ich verbaue mich heute auch schon den ganzen Tag. So. Das war auch schon falsch, sehr gut. Ich passe ja auf, wenn ich etwas falsch mache, dann erst recht. So. Dann haben wir hier oben praktisch das Gästezimmer mit der nicht funktionsfähigen Tür. Die ist super. So, dann machen, müssen wir dann noch eins höher setzen. Das dauert jetzt wieder ein bisschen länger. Aber ich glaube, wir dürfen doch nochmal eine Axt bauen. Weil das ist eine ganze Menge Holz. Aber jetzt sind wir auch gleich durch. Warte. So. Dürfte gleich soweit sein. Dauert. Kann sich nur um Tage handeln. Komm. Jetzt sagt eigentlich die. Oh, wir sind schon vorbei. Aber wir bauen das Gästezimmer noch zu Ende. Das bin ich ja. Das bin ich euch ja schuldig. Das heißt, wir bauen hier oben nochmal alle drauf. Kommen. Wie gesagt, das ist halt ein sehr, sehr, also das ist ein sehr gewöhnungsbedürftiges Gästezimmer hier. Ist das das Richtige? Ja, ne? Es wird halt praktisch nochmal hier ein bisschen frei gemacht und dann ist in Ordnung. Weil hier kann man dann Kisten reinstellen. Ah, ne, kann man nicht, weil das ist ja hier Half-Step, ne? Na gut, dann lohnt sich das natürlich nicht. Das offen zu machen. Zack. Zack, zack. Das ist dann praktisch die Tür. Man kommt rein, hat die Tür und dann. Ja. Ist halt klein. Klein, aber fein, sage ich immer. Und vielleicht brauchen wir hier oben wirklich bloß Kisten hin. Und ein Bett. So, jetzt haben wir die Gästezimmer soweit durch. Oben ist so ein kleiner Bereich halt. Und unten hast du Platz für irgendwas. Hier kannst du auch eine Kiste reinstellen. Hier kannst du auch endlos viele Kisten hinstellen. Ja, doch, kann man so lassen. Jetzt brauchen wir noch schnell eine Tür. Dann stellen wir den Kasten einfach mal hier hin und machen zwei Türen. Einmal hier, weil ich nämlich noch nicht weiß, ob ich die, wie ich das Ding hier oben verwenden will. Ich meine, ist an sich ja schon ein schöner Raum, ne? Du hast halt nicht wirklich viel Platz. Du könntest hier, na doch, du kannst hier ein Bett hinstellen und hier eine Kiste. Dann komm. Wir haben ja noch ein bisschen Holz über. Das sind dann ganz zwei Türen. Da nimmt gerade wahrscheinlich jetzt noch einer Minecraft auf gleich. Hervorragend. Und was wollte ich machen? Half Steps. Also, ich sag mal, ich bin immer so auf der Englischen gewöhnt, obwohl ich das nie auf Englisch gespielt habe. Das liegt wohl an den jahrelangen, oder was heißt jahrelang, an der einigen Zeit, die ich mit den Let's Plays von anderen Leuten bei Minecraft zugebracht habe. Aber ich habe dieses Phänomen, dass man vergisst, wie man etwas craftet, nie wirklich selbst gehabt. Ich habe das nie wirklich so miterlebt. Ich weiß, kann mir zwar vorstellen, dass es das passieren kann, dass man mal das ein oder andere vergisst. Aber wirklich selber ist mir das noch nicht passiert. Gott sei Dank. So. Einmal. So, jetzt brauchen wir die Türen noch. Das heißt, das sind jetzt. Hier oben könnten wir eigentlich so ein Massenschlafding hinsetzen. Eins, zwei, drei, vier Betten könnten dahin. Aber ich glaube, ich mache Kisten. Damit die Gäste, die kriegen dann auch ein Namensschild, wem die Zimmer gehört. Und dann können sie da ihr Zeug reinschmeißen. Zwei. Es reicht mal wieder nicht. 2, 1, 2, 1, 2. So. Dann hat jeder hier praktisch sein eigenes Ding. Mit seinem, sein eigenes Zimmerchen, mit seinem eigenen Kistchen. Dann ist ja auch Ruhe im Karton. So. Einmal. Hier müssen wir das noch machen mit den Streben. Das Streben nach Glück. So. So. Und das Ganze jetzt oben auch nochmal. Und das Ding oben, ich weiß nicht, oben, das ist irgendwie mein Favoritenzimmer. Dann kommst du rein, hast die Küste. Schon wieder ein Frosch verschluckt hier. Dann machen wir erstmal die Dinger links und rechts fertig, soweit. Dann hast du.
Hier das Bett. Komm, das Bett. So. Und hier ebenfalls ein Bett und dann sind die Gästezimmer soweit auch durch. Hier hatte ich ja schon ein Bett, aber noch keine Türen. Ich bin ja ein Genie ohne Gleichen. Türen. Und dann hängen wir noch ein paar Fackeln an und dann ist hier... Oh, doch, doch, war richtig. War richtig. So. Müssen wir hier nochmal ein bisschen Platz schaffen für Fackeln. Da können wir dann ein Bücherregal reinschmeißen. So, eins, zwei. Eins, zwei. Da kann dann auch noch ein Bücherregal hin. Wichtig ist halt erstmal, dass wir Platz für die Fackeln haben, damit der Bereich hier richtig gut ausgeleuchtet ist. So. Und hier kommen dann auch noch Fackeln hin, dann sind wir ja soweit auch mit Fackeln bedient. So, da. Ich bin kein Freund von so an die Wand ran. Hat man vielleicht schon gemerkt, deswegen machen wir da vielleicht auch bloß so ein kleines Bücherregal. Also wir werden auf jeden Fall noch eine Menge Bücher brauchen, glaube ich, bei den Mengen an Bücherregalen, die wir hier einräumen wollen. Aber mir gefällt das hier. Hier ist schön viel Platz. Hier kannst du dann auch, keine Ahnung, eine Sitzecke reinzimmern. Dann machen wir vielleicht hier eine Sitzecke hin. Und genau hier so die Bücher, die Sitzecke vor die Bücher. Und da hast du bis oben hin Bücher und kannst dich praktisch an den Büchern gütlich tun. Ja, kann man so lassen. Hier unten müssen wir dann auch noch Plätze für die Fackeln finden. Die brauchen ja nicht auf dem Boden rumstehen. So, und in der nächsten Folge stelle ich mich schon mal raus. Es ist cool, wie sich das langsam... Ach, komm. Ja, ich darf eigentlich nicht überziehen. Gut. Dann mache ich jetzt hier erstmal einen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt, Let's Play Minecraft. Ja. Dann würde ich sagen, einfach mal in der nächsten Folge dann der Turm, ne? Wir haben ja wieder ein bisschen, damit ich das auch nicht vergesse. Warte mal. So. Damit ich das nicht vergesse. Alter, wir sind schon auf Level 15, nur durch das Brennen von Lehm. Krass. Gut, damit ich das nicht vergesse, habe ich mir jetzt mal die Ziegelsteine ins Inventar geschmissen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play Minecraft. Ich sag einfach mal Tschüssikowski und bis dann. Ciao.